Ich hoffe, ich gebe gerade nicht zu schnell Gas, aber ich glaube, das geht gerade noch so. Und wir verlassen den Bahnhof. Machen wir mal die Ansicht. Die hatte ich bis jetzt noch nicht. Man hört immer dieses schöne Ratteng, Ratteng, Ratteng. Was kommt denn da angefahren? Ein wahnsinnig langer Güterzug. Mann, oh Mann, das werden wir später auch fahren. Und das ist halt der Schwierigkeitsgrad dann auf total rot. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da noch erwarten wird. Das ist grün, das Signal. Oh, da ist schon der nächste Bahnhof. What? Der kommt aber schnell entgegen. Das heißt also, ich sollte vielleicht allmählich wieder anfangen mit Bremsen. Aber wir können noch ein bisschen fahren bis zum Signal. Und ab dem Signal werde ich mal, glaube ich, abbremsen. Wobei ich glaube nicht, dass ich 1 Kilometer brauche, bis der Zug hält. Wobei, ich werde am besten mal schon mal anfangen. Oh, gelbes Signal. Da muss ich ja gar nicht hin. Das wäre jetzt auch fatal, da würde ich ja entgleisen. Das kommt perfekt. Ich hatte mal bei einem Let's Play reingeschaut. Von echten Lokführern, die dieses Spiel spielen. Und die hatten sich darüber unterhalten, wie hältst du oder wie mit wie viel km/h fährst du immer in den Bahnhof rein, um dann anzuhalten. Und diesen Tipp, den die da gegeben haben, den setze ich hier auch gerade schon ein. Die haben nämlich gesagt, die fahren immer so mit 60 Stundenkilometer in den Bahnhof rein und bremsen dann. Und dann kommt der Zug immer zum Halten. Weil der Bahnhof nämlich lang genug dafür ist. Und bis jetzt hat es ja immer ganz gut geklappt, wie man sieht. Und wir kommen auch gar nicht zu dem Problem, dass wir entweder zu früh halten oder zu spät. Wir halten genau an den Stellen an, wo wir eigentlich anhalten müssen. Die 1, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das eigentlich? Ich glaube, immer da, wo die 1... steht, hält der Zug mit der ersten Klasse an. Ja doch, das würde passen im Normalfall. Wenn jetzt der Zug andersrum wäre, dann wäre hier vorne die erste Klasse. Das wäre ja da hinten der Triebwagen. Und, beziehungsweise der Hänger. Ist denn da hinten auch nochmal so ein Schild? Ja, da hinten ist auch nochmal erste Klasse Schild. Dann passt das ja. Weil dafür ist immer diese 1 da dran, damit man weiß, wo die erste Klasse zu finden ist. Weil zweite Klasse gibt es ja immer überall bei den Zügen. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an, wie der Zug wegfährt. Ich finde das traumhaft, wirklich.
Aber hier passt irgendwas mit den Lichtern wieder nicht, weil die weiß sind. Hm. Ich musste ja früher auch viel Zug fahren, als ich noch weiter weg musste, wo ich noch kein Auto fahren konnte oder durfte, besser gesagt. Und da fand ich das auch immer schön, wenn dann die Züge gekommen sind und wenn die weggefahren sind, den habe ich immer gerne hinterher geguckt. War nur blöd, dass es nicht der eigene Zug war, in dem man dann endlich einsteigen durfte, weil das war dann auch so zum Winter hin, wo es dann minus 22 Grad war teilweise, da bist du da fast festgefroren an dem Bahnhof, weil da gab es auch nichts, wo ich immer umsteigen musste. Da gab es nicht mal irgendwie ein Häuschen, wo du dich reinsetzen konntest, wo du dich aufwärmen konntest. Da gab es einfach nichts. Das war einfach nur eine Fläche, wo du ausgestiegen bist. Da war auch keine richtige Überdachung. Da gab es halt diese Glaskabinen. Ich weiß nicht, ihr kennt die ja bestimmt von der Bahn, wo man sich dann reinsetzen kann, wenn es regnet. Aber wenn es natürlich richtig kalt ist, dann setzt du dich ja nicht hin. Dann gehst du eher immer hin und her. Und ich musste da teilweise eine Stunde warten. Eine ganze Stunde, weil wenn mein Zug, mit dem ich halt angekommen bin, da angekommen ist, dann ist der andere Zug gerade vor 2 Minuten, 3 Minuten immer weggefahren, weil die ja nicht auf den Zug warten, damit du umsteigen kannst. Und das fand ich schon immer eine Frechheit eigentlich von der Deutschen Bahn. Fand ich nicht schön, dass die das da so blöd geregelt haben, dass der dann gerade wegfährt, wenn du da ankommst. Das war auch einmal so, dann habe ich den Zug noch gesehen. Dann bist du gerade rausgehechtet, dachtest, du kriegst den Zug noch, weil er sich wohl verspätet hatte. Bist da hingelaufen. Tja, Pustekuchen, ist der Zug einfach vor deiner Nase weggefahren. Das fand ich echt nicht schön, sowas. Naja, immerhin hatte ich meine Taschenwärmer mit. Konnte ich meine Hände zumindest ein bisschen aufwärmen. So, dann wollen wir jetzt mal wieder bremsen. Nächster Halt ist Reusdorf. Und wir bleiben rechts, ne? Ja, wir bleiben rechts. So, dann halten wir mal wieder an. Dann gucken wir jetzt mal links raus. Oh, da kommt ein Kollege. Guck dir das mal an. Schön. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein richtiger Eisenbahnfan. Ich bin ja auch schon viel oder sehr oft in Hamburg im Miniaturwunderland gewesen. Da bin ich Stunden, habe ich da verbracht. Jedes Mal, wenn wir da waren. Was ist das denn? Hat der Zug gerade kurz angehalten und jetzt fährt er weiter? Das war doch... Hä? Verstehe ich gerade nicht. Aber gut. Ich muss auch nicht alles verstehen. Also jeder, der noch nicht im Miniaturwunderland in Hamburg war, dem kann ich das eigentlich nur wirklich empfehlen, weil da gibt es so viel zu sehen und zu erleben und zu entdecken. Und am schönsten finde ich da den Flughafen. Weil da wuselt es die ganze Zeit einfach nur auf dieser Platte. Was ist das denn? PZB is locked, while the train is moving. Okay. PZB. Was heißt denn PZB? Da muss ich auch gleich nochmal reingucken. Personenzentral. Ich gebe ja langsam Gas. Ich hoffe, ich werde nicht zu schnell, wenn ich jetzt mal kurz das PZB hier eingebe. Im Moment bin ich noch im Rahmen. PZB.
Weil das wurde ja auch im Tutorial Khan überhaupt nicht irgendwie angesprochen. Es wurde halt gesagt, das und das ist im Zug, aber was das letztendlich ist, wurde nicht erklärt. Und das fand ich ein bisschen schade. Was? Punktförmige Zugbeeinflussung? Was heißt das denn auf Deutsch? Die allgemeine Funktionsweise, technische Umsetzung, die die Artikel beeinflussen, beschrieben. Ach ja, PZB. Das sind doch hier diese Sachen, die an der Schiene sind, ne? Ja, natürlich! Dann muss ich eigentlich auch ab und zu mal diesen Knopf drücken. PZB ist ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Signal sehe, da muss ich langsamer werden. Oh, 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 oh. Ich bremse jetzt zwar schon gut, beim nächsten Signal muss ich 50 fahren, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Lassen wir mich mal gerade ein bisschen rollen. Da hinten ist das gelbe Signal. Ich habe jetzt nur überhaupt nicht gesehen. Ja, was steht denn da? Ich kann es leider immer noch nicht lesen. Weil wir müssen bestimmt wieder die Weiche wechseln. Kommt da gerade ein Güterzug an? Das ist ja unfassbar. 60 darf ich fahren. Das heißt also, ich muss noch mal ein bisschen langsamer werden. Boah. Also, ich sag mal so, in Sachen Bremsen, da mache ich mich nicht schlecht. Da bin ich echt gut drin, muss man sagen. Naja gut, ich fahre ja auch im Moment noch hier mit den Hebeln, mit der Maus quasi. Und was natürlich schön wäre, wenn ich das irgendwann hier so richtig über die ganzen Konsolensachen machen kann. Das wäre natürlich schön, wenn ich das könnte. So. Wir halten jetzt langsam an. Der Güterzug gibt auch gerade Gas. Ich bin ja auch mal gespannt, ob das irgendwie mit einer virtuellen Reality-Brille hier sogar kompatibel ist. Dass ich mich dann hier richtig in den Zug setzen kann. Und hier so alles bedienen kann. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob das mit der HTC Vive dann funktioniert. Das ist ja die Brille, die ich mir gerne anschaffen möchte. Und da möchte ich euch dann natürlich auch das nicht vorenthalten. Da werde ich dann auch ein paar Videos dann von machen, wenn ich die aufsetze. Und dann damit mal so ein bisschen rumprobiere. So, wir sind jetzt in Bonn Hauptbahnhof angekommen. Und damit müssten wir das jetzt eigentlich geschafft haben. Was ist denn das da? Richtungswender. Jetzt gucke ich mich mal hier um. AFB. Was? Break? Achso, das ist die Notfallbremse. Stromabnehmer. SIFA Reset. Free. SIFA hatte ich jetzt nicht an. SIFA kann man, glaube ich, mit Q und Enter anmachen, oder? Oder? Wie war denn das? Wie kann ich den SIFA nochmal einschalten? Hä? Gut gemacht. Zeit für eine verdiente Pause. Szenario abgeschlossen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt geschafft haben. Errungenschaft freigeschaltet. Unbeschwert nach Bonn. Boah! 1000 Punkte. Wir haben alle Punkte gesammelt, die man sammeln kann. Ich hätte jetzt nicht ge... Und ich bin gleich 2 Ränge aufgestiegen. Ich bin jetzt schon Rang 3. Also ich bin jetzt nicht mehr total doof, ich bin jetzt nur noch doof. Das sieht man an den Rangzahlen. Weißt du, 0 ist total doof und 3 ist schon nur noch doof. Pünktlich, pünktlich, Pünktlichkeit, Pünktlichkeit. Wir haben immer Pünktlichkeitspunkte bekommen. Mal 1,0 Strafe.
Oh, es spät. Also wir waren jetzt nicht, also da an der Stelle waren wir jetzt nicht viel zu spät. Wir haben trotzdem Punkte bekommen. Finde ich gut. Tja, dann haben wir die erste Strecke auf jeden Fall abgeschlossen. Ich würde ja am liebsten Vorsicht nach Bonn. Bewölkt und Schnee. Das wäre natürlich auch mal interessant, ob ich das hinkriege. Was ist das hier? Winterreise nach Remagen. Nachtfahrt nach Köln. Das würde natürlich zu dem heutigen Wetter passen. Wobei es nicht stürmt draußen, aber es ist Herbst momentan. Wollen wir vielleicht Vorsicht nach Bonn machen oder wollen wir erstmal die Winterreise nach Remagen machen? Komm, wir machen erstmal die Winterreise nach Remagen. Und nächstes Mal können wir ja dann die anderen zwei Strecken da fahren. Die winterliche Fahrt zwischen Koblenz und Remagen soll ihnen helfen, sich mit dem südlichen Abschnitt der Strecke vertraut zu machen. Dann ist wahrscheinlich dieses hier die komplette Strecke fahren. Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Komm, wir fahren erstmal die. Wir machen jetzt erstmal die leichten Strecken. Vor allen Dingen im Winter müssen wir auch noch üben, wie wir bremsen. Weil, ist ja klar, im Winter ist alles glatt. Da ist das dann mit dem Bremsen etwas schwierig. Da müssen wir höchstwahrscheinlich dann sogar mal den Sand zuschalten, dass wir stärker bremsen können. Hat aber vielleicht auch den Nachteil wieder. Was hat denn das für einen Nachteil? Dass wir zu stark bremsen. Dass dann die Personen vorne aus der Fensterscheibe fliegen. Oder irgendwo gegenknallen, weil wir zu stark bremsen. Ja, ja, man muss auf alles gefasst sein. In der heutigen Zeit. Wenn das hier gerade lädt, kann ich euch auch noch mal kurz sagen, was SIFA heißt. Sicherheit und irgendwas war das. Sicherheitsfahrschaltung. Ist ja eigentlich einfach. Ne? Sicherheitsfahrschaltung. SIFA heißt das kurz. Oh, wir sind ja schon im Spiel. Oh, ist das... Oh. Das sieht ja toll aus mit dem Schnee. Oh, ich fühle mich hier richtig wohl. Oh, ich freue mich ja so ein bisschen auf den Winter, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil ich mag das, wenn es draußen schneeweiß ist, es ist total dunkel und dann schneit es noch. Und dann ist es fast taghell, weil es halt Schnee draußen liegt, das irgendwie das Licht anders aufnimmt, ne, weil es ja hell ist. Und jetzt gucke ich raus, jetzt ist es stockduster. Und wenn es jetzt Winter wäre, wäre es hell draußen. Naja, wollen wir mal ein anderes Thema einschlagen. Und zwar, guten Morgen, Kollege. Sie fahren heute von Koblenz nach Remagen. Lassen Sie sich von den schlechten Wetterbedingungen nicht abschrecken und fahren Sie sicher ans Ziel. Lassen Sie nun die Fahrgäste hier in Koblenz zusteigen. Machen wir. Weißt du, was ich mal mache? Ich werde mir das, glaube ich, hier mal angucken. Schicker Bahnhof. Was macht der denn da? Ich dachte gerade, der... Oh Gott. Ich hatte gerade irgendwie so ein Bild im Kopf. Der hat ja einen Hund. Das erste Mal, dass ich hier einen Hund sehe. Aber der sieht irgendwie so festgefroren aus. Der steif gefrorene Hund. Kein bisschen Bewegung im Spiel. Tja, Mister. Ich glaube, Ihr Hund ist festgefroren. Unfassbar. Alle Fahrgäste sind zugestiegen. Zeit zur Abfahrt. Ah, Moment. Erstmal Fahrrichtung noch. Und der Zug fährt los. Und wir müssen gleich schon anhalten, wie ich sehe. Ich werde mal aber mal vorne einsteigen. Und wir müssen den Scheibenwischer anmachen. Welcher Hebel war denn das? Ich glaube, in Lichtinstrumente. Das ist das Licht. Jetzt muss ich erstmal den Hebel finden. Gaplight, nein. Lichter. Irgendwo ist Scheibenwischer.
Wenn nicht, mache ich das gleich über den einfachen Weg. Signalhorn. Welches ist denn der Scheibenwisch? Ach komm, ich drück den Knopf einfach. Ist doch viel einfacher. Ach, Mist. 4 Punkte Abzug. Ich dachte, es passt noch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bremst man bei dieser Wetterbedingung? Zugbremse, Lokbremse und dynamische Bremse. Wir werden einfach mal... Es geht eigentlich. Wenn man sachte bremst, dann kommt der Zug zum Stehen. Ja.